Herzlich willkommen bei Canon Einblicke. Ich moderiere heute blind, weil ich überhaupt nichts erkenne. Es ist unglaublich hell hier an der Commerzbank Arena. Da trainiert normalerweise Eintracht Frankfurt, ein Verein, den ich überhaupt nicht kenne. Ich bin aber in dieser Stadt, weil ich mir ja von berühmten Persönlichkeiten ihre Schätze in den jeweiligen Städten zeigen lassen will. Wie zum Beispiel Flugzeuge, die über mich hinwegfliegen. Das sind Personen, die Profil haben, die berühmt sind, die man kennt, deren Name einfach so klingt, die einfach... Eddie? David? Eddie, Mensch! Alter Schwede, was ja, hast du denn hier? Komm her! Na, lange nicht gesehen? Ja, seit du da drüben rübergegangen bist. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ich komme gerade vom Eintracht-Training. Bist du ganz kurz? Weil ich muss hier noch eine Moderation. Was machst du? Ach du... Nee, aber gut, bleib hier sitzen. Ist alles gut. Magnus, wie sieht's denn aus? Wer ist denn unser erster Gast? Oh, nee. Abgesagt. Was machst du jetzt? Der Gast ist weg. Was machst du jetzt? Ich muss den ersten Hansel nehmen, den ich kriegen kann, weil sonst ist der direkt gestorben. Alter, ey, das tut mir echt leid für dich. Ja. Mann, ja. Mensch, Eddie. Dann aber, ne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag auf jeden Dankeschön, Fall. Dankeschön, Dankeschön. Ey, ja. Vielleicht findest du jemanden. Ja, ich hoffe auch. War natürlich Quatsch. Kleiner Scherz. Du warst von Anfang an als mein Lieblingswunschkandidat für dieses Format eingeplant. Natürlich. Weil ich gerne du bist ja hier geboren, ich würde gerne von dir wissen, was hat denn der Eddie eigentlich so gemacht? Ja, der Eddie ist, wie du sagst, hier geboren und aufgewachsen und groß geworden, zur Schule gegangen. Mhm. Und, 21 Jahre hast du hier gelebt oder so, ne? Ja, 20 Jahre. Ja. Und dann bin ich... Giga hat dich weggelockt. Giga hat mich aus meiner Heimat gerissen. Ekelhaft, ja. Und mich nie wieder zurückgebracht. Warum haben wir uns aber gerade hier getroffen? Das verwirrt mich. Ja, das ist die Commerzbank Arena oder wie die Frankfurter oder Eintracht-Fans immer noch sagen, das Waldstadion. Hier ist einfach das Stadion von Eintracht Frankfurt, meiner großen Liebe, neben meiner Familie. Also erst kommt die Eintracht und dann kommt die Familie. Ja. Und ja, das ist einfach für mich eine Sache, wenn ich sage, was verbindet dich mit Frankfurt oder so, dann ist es natürlich die Eintracht. Ich kann mit Fußball überhaupt nichts anfangen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du mir jetzt mal ein paar vernünftige Orte in Frankfurt zeigst. Ich zeig dir ein bisschen mein Frankfurt. Gibt es einen Eisladen? Ja. Gut, dann aber gehen wir, nur einen. Dann gehen wir dahin. Nur einen ja. einzigen. Und wenn du lieb bist, kaufe ich dir einen Luftballon. Oh, das wäre so schön. Ja? Komm, dann lass uns gehen. Hier die Bank, ne? Hier ist zum Beispiel auch, persönlich habe ich hier mal Abschied gefeiert von einem Mädel, in das ich verliebt war. Oh. Ja. Das ist, wie alt warst du? Das war der Zeitpunkt, wo ich zu Giga gegangen bin. Naja, in dem Alter ist man vielleicht noch ein bisschen theatralischer, als es dann vielleicht die Situation wirklich hergibt. Aber es war dann schon mit Austauschen von Briefen und unter Tränen. Oh, ja, und, das ist immer sehr. Aber, ich bin ja nicht lange weg und so Geschichten. Du bist nie wiedergekommen, oder? Nee. Ja. Es hätte auch sein können, dass sie jetzt hier sitzt. Ja, immer noch. Das wäre irgendwie sau cool und romantisch. Natürlich auch. Stell dir vor. Als hätte sie jemand bezahlt. Ich hätte sie nicht wiedererkannt und gesagt, entschuldigen Sie, können Sie mal kurz aufstehen, wir müssen hier was drehen. Ja. Wenn ich genau. Runter du. Ja, wenn ich Kai Pflaume gewesen wäre, dann hätte sie hier gesessen. Oder dann würde sie jetzt aus dieser Mülltonne herausspringen. Also gerade wenn's gegen Nacht wird und dann die Skyline erleuchtet ist oder so, dann sieht es hier natürlich auch noch mal um einiges schöner aus. Ja, und generell, wir sind hier gerade im Grüneburgpark. Es sieht genauso aus wie auf dem Lorberg. Hier wird im Sommer eigentlich bei dem Wetter jetzt hier normalerweise zu anderen Uhrzeiten wird hier viel gekickt. Also hier sind überall normalerweise Fußballspieler und Frisbee-Spieler und so. Und das ist so der Chill-Park. Ich frage mich aber dann, also wenn du sagst, auf der einen Seite ist es der Fußballpark und dann sehe ich dieses Schild. In Frankfurt habt ihr es mit den Regeln nicht so, oder? Also es ist Interpretationssache. Natürlich, alles ist Interpretationssache. Aber es ist natürlich klar, wenn die Jugend keine Zeit hat, um Fußball zu üben, frage ich mich nicht mehr, warum Eintracht Frankfurt so spielt, wie sie spielen. Genau, weil sie in den Parks nicht mehr dürfen. So, jetzt sind wir hier quasi
raus aus dem Grüneburgpark und auf der anderen Seite ist jetzt der Unicampus. Okay, und was verbindet dich hiermit? Das hier ist ja neu, das, damit verbinde ich absolut gar nichts. Also, wollte ich dir auch mal zeigen. Das ist aber mal echt ein schöner Campus hier. Ja, ne? Wahnsinn. So richtig schön. Ja, sehr schön. Ja. So ein bisschen nach amerikanischem Vorbild, wie man das so aus so Unifilmen oder Highschool-Filmen kennt, wo die Studenten tatsächlich hier leben dann auch. Ja, leben, aber auch campen und Picknick machen am Campusgelände und so. Also jetzt wird zum Beispiel hier hinten, bauen sie gerade eine Achterbahn. Ja. Und da geil. Ist dann auch immer After-Achterbahn-Party. Mehr als After musst du nicht sagen. Ich unterschreiben in dieser Uni? You had me with After. Der Witz ist, du hast hier ja gar nicht studiert, ne? Nee. Ich habe hier nicht studiert, also das ist die Johann Wolfgang von Goethe-Universität, an der habe ich auch studiert, nur weil der Campus halt früher Luftlinie. Achso, die sind quasi umgezogen hierher. Die sind umgezogen, genau. Und die, also sobald du weg warst, wurde alles schöner. Da haben die gesagt, wisst ihr was, wir haben unseren wichtigsten Studenten verloren. Ah, okay. Etienne Gardet, es muss sich hier was ändern. Aber es hat sich so ein bisschen bei dir durchgezogen, ne? Dieses, du kommst irgendwo hin, bereitest den Weg. So mit Giga fängst du an mit Spiele, Let's Plays quasi. 10 Jahre später, Gronkh verdient 50.000 Euro. Ja, genau. Und dann haben wir Late Nights gemacht. Da hat dann noch unser Programmdirektor damals gesagt, also eine Late Night Show mit zwei Hosts, das geht nicht. Ja. Wie soll das denn überhaupt im Studio aussehen? Und wir haben auch das Format dann ja auch eingereicht, nachdem wir es bei Giga gemacht haben, bei MTV. Nie was von denen gehört. Halbes Jahr später startet MTV Home. Joko und Klaas. Ja, mit dem gleichen, fast dem gleichen Set, das wir hatten. Jetzt könntest du mit denen um die Welt reisen. Stattdessen sitzt du mit hier vor einem Unicampus, wo du nie studiert hast. Nee, aber man soll ja auch nicht den verpassten Chancen nachtrauen. Ich bin ja auch sehr zufrieden, wie es momentan läuft und wie alles sich so entwickelt hat. Aber natürlich ist es schon lustig, dass man so durchs Leben geht. Und wenn man so zurückblickt, ja, dann stellt man halt schon fest, was man hätte vielleicht mit ein bisschen mehr Wissen oder Gespür oder Ahnung oder Glück oder was auch immer hätte. Nur zum Mitschreiben. Hattest du in den letzten Wochen irgendeine Idee, die irgendjemand abgelehnt hat oder so? Weil dann würde ich ganz gerne einen Zettel und einen Stift rausholen. Naja gut, die letzte Idee war tatsächlich auch das, was wir jetzt mit Rocket Beans TV machen, haben wir so auch Viacom gepitcht. Also MTV. Ja, die nicht wollten offensichtlich. Die wollten ja noch nicht mal, also das war ja das Lustige, die wollten ja sogar die wollten ja nicht mal einen Game One YouTube Channel. Wir haben denen ja gesagt, es macht eigentlich total Sinn, diese ganzen Sketche, die wir bei Game One machen, noch mal rauszurechnen. Ach so, deswegen hattet ihr Rocket Beans so gemacht, genau. Also ohne das in Game One, weil alle sich, glaube ich, und ich gehörte dazu, hat mich damals gefragt, so, wieso nennen sie das jetzt nicht Game One? Naja, klar, das war halt nicht unsere Marke und die wollten das nicht. Wie kann man das nicht? Weil MTV hat seinen eigenen Videoplayer und hat da Stress mit YouTube und wir waren so die Leidtragenden, weil uns war das eigentlich ziemlich wurscht, was Viacom da mit Google am Laufen hat. Weil das sind natürlich Ebenen, die sind so weit oben, da haben wir eigentlich ja auch nichts mit zu tun. Ja, und dann haben wir halt unseren eigenen Channel gemacht. Also pass auf, wir sind jetzt hier, wo ich gewohnt habe. Also hier in dieser Straße verbinde ich tatsächlich meine gesamte Kindheit mit. Okay. Und das ist das Gebäude. Ich will es mir selber mal gerade angucken, ja? Ja, da habe ich 15 Jahre ungefähr, also so von 5 bis 20 oder von 4 bis 19 ungefähr. Also ihr habt nochmal 5 Jahre woanders gelebt, in einem anderen Haus, genau. Aber das ist dann so das, wo du quasi deine Jugend verbracht hast. Genau, meine gesamte Kindheit, Schulzeit, also Abi-Zeit und alles. Wir haben quasi, also hier in jedem dieser Häuser haben Freunde von mir gewohnt. Ach, das ist ja geil. Da. Ich habe ja jahrelang in München gelebt und da ist es so weit auseinander zum Teil, dass wir eine halbe Stunde, manchmal sogar eine Stunde fahren mussten, bis ich bei einem Kumpel war. Ja. Aber so, wo du einfach nur rüberlaufen musst, das kannst du auch fast in die WLAN-Leitung rüberlegen. Genau. Oder? Und das war auch wirklich so, einer ist runter, hat bei den anderen geklingelt und dann kamen alle runter. Und du siehst ja, also es fahren kaum Autos hier durch. Ja. Und wir haben hier auf der Straße gespielt, wir haben hier Räuber und Gendarme um die Blöcke, wir haben auf den Mülltonnen gesessen, wir haben hier gegen die Wand, habe ich Tennis gespielt, immer mit einem Tennisschläger, Skateboard, das war mein Zimmer. Das da oben? Da links, ja. War das größte Zimmer in der Wohnung, weil meine Mutter gesagt hat, der Junge hat Energie, der braucht den Raum. Der braucht freie Entfaltungskraft. Da wohnte noch ein Freund, da noch.
Also hier waren alles voll mit Kindern, alle echt im gleichen cool. Alter, alle auf der gleichen Schule. Und man war echt so eine, wie so eine kleine Bande, so eine Rasselbande. Schaumburgstraße, nee, was? Schwarzburgstraße. Soll ich dir was sagen? Ich habe immer die, die Pausenbrote. Meine Mutter hat mir Pausenbrote geschmiert. Und ich Sag nicht, du hast die weggeschmissen. Pass auf, ich habe die aus meinem Fenster unten in den Garten geschmissen. Und die Nachbarin von dem Haus irgendwann mal geklingelt. Und da war ein Stapel von verschimmelten Broten in ihrem Garten. Und dann musste ich die wegräumen. Okay. Weil nicht ich, essen. Nee, essen nicht, aber wegräumen war schon eklig genug, weil das war wie so ein Komposthaufen, den ich über Wochen und Monate da angehäuft habe. Plus meine Mutter war stocksauer. Nee, aber sie muss doch ihr kleines Herz gebrochen haben. Ja, dass die Leberwurstbrote nicht gegessen hat. Die Mutti stellt sich hin in die Küche und schmiert ihr die Leberwurstbrote. Die Stullen. Und heute, wer schmiert die heute? Wenn du würdest, ja. Wie froh wäre ich, wenn ja. Die heute einer ein Care-Paket macht. Genau. Ne? Wir gehen jetzt übrigens zum Nachtleben. Das war so der Club, in den ich mit am meisten gegangen bin. Jeden Bist Freitag. Du so ein Clubber gewesen? Ja. Ja? Ja. Ich auch. Viel. Aber hast du die Bitches da abgescheckt oder bist du eher so, hast du die Moves repräsentiert? Beides. Aha. Also, ich habe natürlich gedacht, dass das eine zum anderen führt. Tut es ja eigentlich auch. Naja, nicht mit 17, 18. Warte, dann möchte ich aber gleich mal ein paar Moves sehen. Es gibt natürlich so die Standards, also ja. Sowas wie, ich finde so Brote schmieren. Ja. Brote schmieren. Da gibt es dann, kannst du noch Suppe umrühren. Ja. Suppe umrühren. Oh. Und die Kakerlaken totdrehen. Ja, den Pflaumenpflücker kennst du auch? Klar. Aber du musst natürlich auch so. Und du machst sie dann noch in den Korb. So, wir sind jetzt hier auf dem Spielplatz. Eddie hat gesagt, das ist der liebste Platz hier in Frankfurt für ihn. Das hier ist ein Teil meiner Kindheit auch. Das ist der Holzhausen Park und wir sind ja kurz vorbeigefahren. An den Tischtennisplatten habe ich die Weltmeisterschaft gewonnen. Habe ich jeden Tag gespielt, von morgens bis abends. Du wirst jetzt lachen, aber ich bin ja ein Naturtalent in vielem. Moderieren ist nicht eine Sache davon, aber Tischtennis, guck mal das hier. Wow. Die ersten Male, die ich von dir im Fernsehen gesehen habe, war, wie du, du hast gegen Hannes im Tekken 3 verloren und so geschrien, wie ich zuletzt meine Mutter habe schreien hören, als sie irgendwie ihr das Porzellan runtergefallen ist. Es gibt niemanden, der sich so hart ärgert. Ich kann mich nicht dran erinnern. Doch, du hast verloren. Du kannst mich nicht verlieren. Das will ich heute aus dir herauskitzeln. Ja, dann probier's doch aus. Mach ich. Wir spielen ganz normal bis 21, oder 21? Was? Okay. Ja. 10-1. Ja. Nein! Let's fall. 20-10, den hau ich dir so rein. Ja! Aber wirklich, das war. Das war gespielt, muss ich sagen. Ich hätte dich so gerne gesehen, wie du dich ärgerst. Dann ärgere ich mich selbst. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass du nicht mehr eine Herausforderung warst. Ja, und da ist unser Interviewformat auch schon wieder vorbei. Oh, dann muss ich jetzt wegfliegen. Ich glaube, ja. Eddie, danke dir, dass du mir die Stadt gezeigt hast. Aber hast du nicht noch was zu tun? Aber sicher doch, ich muss zurück. Wohin? Auf einen anderen Planeten. Oh! Ha ha!